IFTA 2018 hat sich wirklich als die Fachmesse für Informationssicherheit dargestellt. Hier können wir unsere Kunden erreichen und die Technologiepartner und Integrationspartner sind auch hier. Also für uns ist das eine sehr gute Möglichkeit, den Markt gut zu erreichen. Also was man deutlich erkennt, es geht Richtung Cloud. Der ganze Markt geht Richtung Cloud und bei Cloud ist Sicherheit das oberste Gebot. Ich habe eine schöne Studie mal wieder von der KPMG mit dem Branchenverband Bitkom durchgeführt und da war das oberste Kriterium Datensicherheit, wenn man in die Cloud geht. Deutlicher Trend, den wir sehen. Ja, um Datensicherheit in der Cloud zu erreichen, muss man drei Dinge tun. Punkt 1 ist Verschlüsselung. Um Daten wirklich zu schützen, kommt man an Verschlüsselung nicht dran vorbei. Wenn man verschlüsselt, muss man gut auf die Schlüssel aufpassen. Key-Sicherheit ist Key. Und wenn man als dritte Komponente Zugriffsschutz erreicht, dann hat man wirklich Sicherheit in der Cloud erreicht. Das sind genau die drei Komponenten, die Gemalto bietet. Wir sind auf der IFTA 2018, weil wir als unabhängiges Beratungshaus über Experten verfügen, die unter den Top 100 weltweit sind. Wir sind Penetrationstester, machen Auftragsdeckel und genau das ist der Grund, warum wir hier sind, um diese Dienstleistung an den Endkunden zu bringen. Genau. Wir als Kaiwald ITS sehen den Trend tatsächlich darin, dass wir als unabhängiges Beratungshaus sehr objektiv auf Unternehmen schauen können. Wir sehen, dass die aufgrund der zunehmenden Digitalisierung wir uns stetig im IoT-Bereich fortbewegen. Wir durch dynamische Dienstleistungsportfolios wie Cyber Defense Services, wie Cyberversicherung oder ähnliches tatsächlich so eine gewisse Dynamik feststellen, die tendenziell sehr ungünstig ist, weil die Angriffsvektoren immer noch die gleichen bleiben. Das ist ein sehr dynamisches Tätigkeitsfeld, worum es darum geht, letztendlich eine IT-Infrastruktur zu haben, die sicher ist. Welche Softwarelösung eingesetzt wird, ist zumeist irrelevant. Genau. Exploki und Nobi4 adressieren die Last Line of Defense, wie wir es nennen, also die menschliche Firewall, die in aller Regel für ca. 8 von 10 Sicherheitsvorfällen in Unternehmen verantwortlich ist. Wir haben also keine Technologielösung, auch wenn wir unsere Lösung über eine cloudbasierte Plattform dem Kunden zur Verfügung stellen, aber wir adressieren Mitarbeiter. Das heißt, wir schulen Mitarbeiter, wir stellen über Phishing-Tools, über USB-Simulationen und andere Verfahren Unternehmen einen Werkzeugkasten zur Verfügung, der es nicht nur ermöglicht, Mitarbeiter zu schulen, sie zu qualifizieren, damit sie bei möglichen Attacken richtig handeln, sondern auch zu testen, ob Verhaltensänderungen tatsächlich stattfinden, nachdem Trainings erfolgt sind. Und auf der Basis von Analysen und Reports zu entscheiden, an welchen Stellen muss nachjustiert werden, wo müssen Mitarbeiter zusätzlich befähigt werden, damit die Gesamtorganisation gestärkt wird. Wichtigster Grund, eine Plattform wie Nobi4 einzusetzen, ist, dass 8 von 10 Sicherheitsvorfällen von Menschen verursacht werden. Die schwächste Stelle im Glied in der Human Firewall. Und darum kümmern wir uns. Wir stellen Trainings zur Verfügung, wir helfen Mitarbeiter zu testen in Bezug auf ihr Verhalten und wir stellen Analysen und Reports zur Verfügung, die dann die entsprechenden Ergebnisse zeigen. Unser Highlight auf der IFTA 2018 ist, dass wir erleben, dass unsere Kunden Arbeiten, digitales Arbeiten nicht nur einfach gestalten möchten, sondern vor allen Dingen sicher. Deshalb sind wir hier. Und Sicherheit heißt für uns eigentlich zwei Perspektiven. Das eine Thema ist Datensicherheit, Data Security. Der zweite Bereich ist der Schutz von Malware und Erpressersoftware, Schadcode. Aber das große Highlight ist wirklich, wie kann man diese Abwehr und diesen Schutz automatisieren? Und in unserer Sprache nennen wir das digitales Arbeitsplatzmanagement, Digital Workspace Management. Das heißt, die Verschmelzung von klassischen Unified Endpoint Management Szenarien, Service Management und Endpoint Security. Unser Highlight für IFTA 2018 ist das Thema User Experience. Wir leben seit 5 Monaten in Zeiten von EU-DSGVO und trotzdem sind die Firmen meistens ungeschützt. Warum? Weil die Security und Produktivität als Alternativen ansehen. Deren Erfahrung ist, wenn ich Verschlüsselung kann führen, dann kann ich nicht mehr normal arbeiten. Und das kann nicht sein. Und das darf nicht so sein. Und das ist unser wichtigstes Thema und die wichtigste Botschaft 2018. Arbeiten wir bis jetzt, aber sicher. Ja, also wie unser Motto ja schon sagt, ist unser Thema auf der IFTA, dass wir also im Prinzip sämtliche Datenbewegungen und Datenveränderungen halt hier entsprechend aufklären wollen und mit Interessenten hier einen offenen Dialog führen möchten. Also das heißt, hauptsächlich darüber aufzuklären, wie mit Datenbewegung innerhalb des Unternehmensnetzwerks umzugehen ist. Wir helfen dabei unseren Kunden dadurch, dass wir im Prinzip, ich sag mal, mit
vorhandenen Informationen hier eine komplette Transparenz schaffen. Das heißt, unsere Technologie basiert auf einer sogenannten Logfile-Analyse, wo wir unserem Kunden ganz klar in Form eines Berichtswesens einen transparenten Überblick geben können, sodass die Unternehmen dann am Ende des Tages wissen, wer greift auf welche Daten zu, welche Daten werden beispielsweise verändert, gegebenenfalls hinzugefügt oder auch entsprechend abgezogen. Also das heißt, man bekommt einen kompletten Überblick über die gesamte Datenbewegung im Unternehmensnetz.